Hast ihn getötet, hast du gut gemacht. Hab ich ihn getötet? Scheinbar, also den Fahrer. Quietsch, 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 quietsch. Ich kann auch versuchen, einfach das Fahrzeug zur Explosion zu bringen. Die sind so cool, streut die so, ne? Ja, ist auch kein Wunder beim Maschinengewehr. Ja, schmeiß das Magazin auf das Auto, sehr gut. Stirb! Hast du dich damit jetzt selbst verletzt? Ja. Okay. Ich wollte nur mal auf Nummer sicher gehen. Das war aber knapp, der wollte schon vorbeifahren. Wenn du dich ganz hinten reinstellst, dann fahren die sofort vorbei. Echt? Mhm. Dann weichen die schon da hinten und fangen die an auszuweichen. Ich wusste nicht mal, dass ich da bewegen kann, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch nicht, ob es auch bei der PlayStation-Version geht, keine Ahnung. Oder ob du da irgendwie so sind, festgefahren hast. Okay. Er ist tot. Und ein Licht. Und er steht da einfach aufgegangen. Noch, er ist einfach, ja. Hängt noch so aus dem Fenster ganz Zeit draußen. Fahr doch mal, fahr doch mal! So lustig, wenn er jetzt umgekippt wäre. Mit dir hinten drin. Autsch! So, danach, jetzt haben wir noch eine Lukas Bertone-Version. Wir sind da. Tom, mach Sam bereit. Ich gehe und wecke den Doc. Mach Sam fertig, okay. Ist das Doc? Wir sind beim Arzt. Sind Sie der Doc? Nein, ich bin der scheiß Maler. Mafia 2. Licht. Gott, sind Sie das, Pauli? Was machen Sie um diese Zeit hier? Guten Abend, Doc. Tut mir leid, aber wir hatten einen Unfall und brauchen Ihre Hilfe. Okay, wo ist er? Bringen Sie ihn rein. Okay. Ich spricht etwas nasal. Das war unser Doktor. Er stellt keine Fragen und Sam ist in bester Gesellschaft. Bist du sicher, dass es nicht irgend so ein Metzger ist? Absolut nicht. Er ist der beste und bestbezahlte Arzt in der ganzen Stadt. Wenn du verletzt wirst, kannst du dich jederzeit auf ihn verlassen. Okay, ich hoffe nur, er tut sein Bestes für Sam. Ich sehe gerade Darkstar, dass 2 ist 100% uncut. Sehe ich gerade erst. Muss ich selbst. Jetzt weiß ich. Endlich ist es vorbei. Es hätte uns allen schlimmer ergehen können als Sam. Wenn ich den Bastard kriege, der uns verpfiffen hat, reiße ich ihm den Kopf ab. Sieht aus, als hätte jemand genug von uns. Da hast du recht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir schwant Übles. Wenn der Don hört, was passiert ist, werden die Hunde dafür zahlen müssen. Das bedeutet Krieg und das ist gar nicht gut. Da hast du wohl recht. In Ordnung, also gute Nacht, Tom. Gute Nacht. Naja, ist nix gut, ne? Hast du recht. Gute Nacht. Ich gehe schlafen. Morgen wird's anstrengend. Die habe ich doch gar nicht geparkt. Macht ja nix. Du bist ja auch nicht gefahren. So, war jetzt Lukas bei Ton, hab ich jetzt gar nicht auf der Hand. Ja, ja, war. Ach ja, da müssen wir irgendwo bei der Market Ave, ist das glaubt. In der Nähe. Ja, der hat aber viele Missionen. Ja, achso, ich muss einen warnen, dass die Polizei kommt. Ach jo, das war das. War auch mal, bis ich die Wohnung gefunden habe, weil ja alles gleich aussieht, nur angemalt. Ich habe gedacht, die Wohnung wäre vielleicht so ein bisschen hervorstechend. Ja, aber ne. Fein, Bams, du steigst nicht aus. Nicht, wenn ich hier lang fahre. Weg. Also mir schon aufgefallen ist, so auf der Straße bist du nicht mehr so vorsichtig wie in deinem ersten Let's Play. Ich war auch nicht mehr mit Tempomat ganze Zeit. Hängt auch damit zusammen, so Geschwindigkeitszeug bin ich auch nicht mehr, seitdem ich ein paar Langstrecken gefahren bin, neige ich wirklich dazu, schneller zu fahren. Ja gut, klar, dann lohnt es ja auch. Ich meine, ob du jetzt bei mir zum Beispiel, wenn du zu mir fährst, eine halbe Minute eher da bist oder nicht, darauf kommst du nicht an. Ja. Aber wenn du jetzt Langstrecke fährst und dann, wenn du nicht schnell genug fährst, dann in den Berufsverkehr kommst oder so, da ist ja natürlich schon ärgerlich. Als ich zum Beispiel zur Saskia gefahren bin, habe ich auch richtig immer schön mit 130 über die Autobahn. Nur 120 noch. Ja gut, ach die 10 km/h. Was, da hast du ja keine... Plus minus Abzüge, dann bist du so bei... Was, weiß ich... 5 bis 7 oder was? Ja. Aber ich war ziemlich genau, wie das Navi vorher gesagt hat. Hat ziemlich genau 5,5 Stunden gebraucht. Ja? Ja.
Wie lange sagt ihr das Navi, wie lange du nach Berlin brauchen würdest? Das habe ich noch nicht nachgeguckt. Ich habe bei Google nachgeguckt, da brauche ich ungefähr 6. Ich überlege gerade, wieso kann ich stehen bleiben? Ich bin ja mal reingefahren. Ja, da musst du hinterher wieder rausfahren. Macht ja nichts, wenn du gerade reinfährst, kommst du gerade wieder raus. Ah, Tommy, du kommst genau richtig. Ein Informant hat mir gesagt, dass es die Bullen auf einen meiner Freunde abgesehen haben. Mann, wir müssen ihn so schnell wie möglich warnen. Sein Haus ist in Hoboken. Kannst du das erledigen? Okay, Lukas. Da ist das neue Auto. Guck dir mal bitte das, guck mal nach rechts hinter dir. Ja, Heilkasten? Wo ist er denn hin? Der kommt später erst. Ach so. Weil bei der PlayStation-Version, da war nämlich das vordere Ding ab. Es lag auf dem Boden. Die Klappe, weißt du? Wo das steht. Hast du die abgerissen? Nein! Das lag einfach da. Deswegen habe ich auch nie gesehen, dass da ein Heilkasten ist. Wäre dieses Kreuz gewesen, hätte ich es gesehen. Nee, hier ist die Tür noch drauf. Okay. Die kommt erst später. Stimmt, wenn Lukas sich erstmal verletzt hat. Ach so. Das hängt da ja ganz. Doch. Guck mal, Market Aid habe ich da schlecht getippt. Geht. Komm, fahr weg. Fahr weg. Ich hab's eilig. Mein Gott! Nur noch eine Minute. Das ist auch noch mit Tempomat, ne? Oh. Ja, ist ja egal. Ja, ich meine nur übrigens generell. Nehmen wir die Abkürzung. Sehr gut. Mit 47 Leben. Da fängt das Leben an. Mit 15 fängt das Leben an. 66 sind's. Ey! Ich hab so ein Glück gehabt, ne? Danke, ich hab das jetzt gerade total vergessen. Macht ja nichts. Wobei du mich jetzt auch ganz schön verunsichert hast mit deiner Fragerei. 5, 6, 4, 3, 7. Man kann sogar jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das in meinem ersten LP gemacht habe. Du kannst dich jetzt hier ins Auto gleich setzen und dann gucken, wann die Polizei kommt. Ich meine, du hast es gezeigt, aber zeig's ruhig nochmal. Okay. Das ist doch für mich keine Wohnung, das ist ein Laden. Was ist? Hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Lukas Patrone schickt mich. Du musst abhauen, die Bullen sind hier unterwegs. Verdammt. Dank Lukas von mir. Und dir auch. Ich gehe zur Hintertür raus. Dank dir von mir selbst. Wo war denn der Wagen, der hier... Du da. Das Coole ist, wenn du zu nah, glaube ich, bei der Wohnung bist, dann verfolgt die Polizei dich. Echt? Als Verdächtiger, aber ich... Hau ein Ding von der Straße weg, aus dem Asphalt raus. So. Da kommen sie schon. Schade, ich hab gedacht, die nehmen noch das Ding da mit. Mein Gott, was hat er verbrochen, dass die da mit Shotguns reinkommen? Hast du das noch nie gesehen? Auch heute noch. Wenn die Polizei in Amerika dich aus dem Auto rausziehen will, dann holen die dich aus dem Auto raus. Dann stehen ja mit angeschlagen mit scharfen Shotguns und halten darauf. Aussteigen! Warum? Oh, Kontrolle. Moment! Moment, da war doch gerade das klirrende Geräusch, oder nicht? Oder habe ich mich da gerade verhört? Ich glaube, ich nur einen Teil kaputt gemacht. Okay, es ist kaputt, aber das Geräusch war nicht da. Die besteht aus Pappe. Achso, das war ein Müllermeter, das Dachlicht da. So, eben schnell zu Lukas, Auto holen und dann nichts wie weg. Noch schon mal den zweiten Monitor wieder an. Ja, ich hoffe, mit Cam aufnehmen würde ich irgendwas, würde man sehen, dass du alle 3 Sekunden nach rechts starrst. Na, aber als er aus war, nicht. Nee, ja, natürlich nicht. Da gibt es auch keinen Sinn. Also wenn du das dann tätest, wär's. Okay. Langsam ich die Lügel auch. Das war ein Häufchen Elend gerade. Ja, aber echt, ey. So, guck da nicht schon wieder hin! Mein Gott! So. Lässt du dich ablenken? Ja. Wahrscheinlich auch im Krieg, weißt du, bist Scharfschütze. Da hängst du schon seit 3 Tagen auf dem Hügel und denkst, oh Vogel! Dann kommt auch Hitler lang gefahren. Vogel! Darum. Hier rum. Wieder darum. Da bist du da. Hui! Riskant.
Ich ist das vorher abgebremst. Ich bin ja meistens noch zu voll für den Fall mit der Geschwindigkeit einfach dagegen. Wenn tot. Da bin ich ja eh bei Null wieder. Neue Mission, neu starten. Wieder ganz am Anfang. Noch erst wieder zum Hof fahren. Ja. Komm mal rein. Ah, du feige Sau. Was? Feige Sau. Traust dich da raus zu. Haha, ich wusste, dass du ein Mann bist. Wie weit soll ich reinfahren? Wie weit soll ich reinfahren? Fahr den Lukas um. Ich glaube, ich habe den echt irgendwie mal platt gefahren oder so. Der war nicht tot, aber der kam nicht mehr klar, weil der hat sich die ganze Zeit in dieser Schonhaltung gehabt, weißt du? So von wegen, lass mich in Ruhe. Und was ist? Ging alles klar. Er hat sich bedankt und ist dann abgehauen. Ach, Gott sei Dank. Ich habe eine Belohnung für dich, Tommy. Mhm. Ich habe den irgendwie aus Versehen geschlagen oder so. So habe ich den geschlagen und er war die ganze Zeit in der Schonhaltung. Und ich konnte die Mission von ihm nicht mehr machen. Das war jetzt das zweite Mal, dass ich gespielt habe. Ich habe ein Auto verbeult, sorry. Dieser Alba Airstream-Kack da. Sieht anders aus als alle anderen Wagen. Das erste Modell schnellste. Mit aerodynamisch geformter Karosserie. Ich krieg's ja mal den schnellsten, oder? Lukas hat eigentlich immer die schnelleren. Bis auf den Silver Fletcher, den du in der nächsten Mission schon kriegst. Ja. Und diebstahlfreundlich ist. Aber ich bin mir gar nicht inzwischen gar nicht mehr so sicher, ob die anderen nicht schneller sind, die du später von ihm kriegst, diese. Diese Luxusschnitten. Weiß ich gar nicht. Müsste man mal in der Autokloppe die nachgucken. Ein Typ in Oakwood hat genau die gleiche Karre. Er parkt sie vor der Garage neben seinem Haus. Verstehst du? Sehr gut.